Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier auf meinem Kanal. Und wir stehen hier vor unserem vermeintlichen Fuhrpark, wobei nur ein Gerät wirklich uns gehört, nämlich der Johnny. Die anderen zwei gehören zu einem Auftrag und da hatte ich doch dann einen kleinen Denkfehler, denn wir haben den Auftrag abgeschlossen. Lass mich nochmal reinschauen. Feld Nummer 10 haben wir geerntet und jetzt habe ich ja eben gedacht, wir könnten mit diesen Gerätschaften jetzt auch hier bei uns ein bisschen arbeiten, aber es geht natürlich nur andersherum, beziehungsweise ausgeliehene Geräte, mit denen kann ich andere Aufträge abarbeiten und natürlich mit meinen Geräten, mit meinen Maschinen auch unterstützen. Aber das Ganze geht leider nicht umgekehrt. Wir können also leider den Ideal nicht einsetzen, um unser Maisfeld und unser Sonnenblumenfeld abzuernten. Und somit heißt es, wir werden jetzt hier den Auftrag abschließen. Zack. Und haben dann nochmal 22.000 eingenommen, steigen in unseren John Deere. Und da müssen wir noch ein bisschen abtanken, sehe ich gerade. So. Aber wir fahren schon mal rüber hier zu unserem Feld. Denn der Abfahrer steht schon parat. Und wir fangen erstmal mit dem Sonnenblumenfeld an, damit die dann mal weg sind. Und was wir heute auch noch alles zu tun haben, sage ich euch gleich, denn es gibt einiges zu tun. So, aber jetzt erstmal hier mit dem Johnny ran. Und bremsen. Sehr schön. Ja, also unsere Grasfelder sind auch schon wieder erntereif. Und wir müssen noch ein bisschen düngen. Der Düngerstreuer war ja auch schon unterwegs. Da sind wir noch nicht ganz fertig. Da müssen wir auch noch ein bisschen was tun. So, wir klappen hier schon mal das Schneidwerk aus. Das Gebiss, das Maisgebiss. So, fahren unser Rohr ein. Gut. Und dann fangen wir hier mal an mit der Ernte. Wie immer zwei Vorgewände. Und das können wir wieder sehr schön natürlich auch aus dem Führerhäuschen hier machen. Ding dong, ding dong. Jo. Und wenn wir die zwei Vorgewände gefahren sind, dann lassen wir hier mal den Helfer arbeiten. Und dann kümmern wir uns schnell ums Düngen. Aber zuvor müssen wir auf jeden Fall noch schnell das Getreide wegbringen in das Silo. Sonst können wir ja nicht hier abfahren. So, wie weit ist denn hier am Nachbarn sein? Ja, das sieht nur nach ungerade aus. So, Dille, dann kurz rückwärts gesetzt. Und dann wieder ab. So, das passt. Jo, das passt. Jetzt überlege ich gerade, was könnten wir denn mit dem Getreide machen, damit wir es nicht jetzt bis nach hinten ins Silo bringen. Sollen wir es einfach verkaufen? Ich denke, wir verkaufen es. Das geht ein bisschen flotter. So, 13. Okay. Ja, jetzt überlege ich gerade. Da wird er, wenn er vorne ist und wieder wendet, dann ist er auf der falschen Seite. Aber nun gut, was soll's? Bingo. Okay, und abgelassen. Und dann schicken wir den hier los. Okay, so, was haben wir denn jetzt eigentlich drin? Ach so. Ja klar, das war ja vorhin Mais. Ja gut, dann hätten wir natürlich vor, oder dann hätten wir natürlich anfangen können mit Mais. Ja, auch hier wieder ein kleiner Denkfehler, aber spielt keine Rolle. Wir schauen mal ganz kurz hier unten. So, wo kriegen wir denn jetzt im Moment ein bisschen was für Mais? Okay, Johnson's Restaurant. Aber wir fahren zu Johnson's Farmers Market. Das ist etwas näher. So. Sehr gut. Dumm. Ja, immer ein bisschen Auge auf die Straße. Ach, der fährt nur 44. Das ist jetzt gar nicht mal so schnell. Naja, okay. Rechts ist frei, dann fahren wir hier rum.
Und in der Zwischenzeit gab es ja für den Landwirtschaftssimulator einen neuen Patch. 1.10.1, das merkt man vor allen Dingen daran, ich habe es jetzt auch gemerkt, habe jetzt einige Tage keinen Landwirtschaftssimulator mehr gespielt, dass es einen neuen Menüpunkt gibt, nämlich E-Sports. Also es gibt da jetzt einige neue Modis, Arena-Mode und Bale-Stacking-Mode. Da wurde ein bisschen was gearbeitet und vor allen Dingen kann man das jetzt auch alleine spielen, so wie es aussieht, und muss halt hier nicht in der Liga oder mit Freunden, sondern da gibt es auch einen Trainingsmode, finde ich interessant. Muss ich auf jeden Fall mal antesten. Und ansonsten gab es dann ja wohl auch einige neue Fahrzeuge und Geräte von New Holland. So, und natürlich wurden da noch einige Optimierungen und Fehlerbeseitigungen durchgeführt mit dem Patch 1.10.1. Sodele, wir sind angekommen. Und dann schmeißen wir das hier ab. Mal schauen, was wir dafür kriegen. Naja, Geld können wir ja auf jeden Fall gebrauchen. Wunderbar, 2000. Okay. So, dann können wir eigentlich mal schauen, wo der Drescher ist und können von der anderen Seite ranfahren und vielleicht schon mal abtanken. So, wo sehen wir denn? Sehen wir den schon auf der Karte? Ah, da unten ist er. Okay. Jo, dann können wir doch dann ranfahren und schon mal abtanken. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Ja, das müsste gerade so passen. Und hier rein. Genau, und dann können wir hinterm Drescher wenden und ranfahren. Und bingo, das passt. Denke ich zumindest mal. So. Ja, der hat hier ein Problem mit dem Hänger. Der schlägt nicht so weit ein, merke ich schon. So. Sehr gut. Weil dann müsste das eigentlich einigermaßen passen, dass er immer auf dem Rückweg hier, also mit dem Rohr auf der linken Seite, dann eigentlich am Ende ist. Beziehungsweise voll. Lasst uns mal kurz reinschauen. 19, ja, okay, da wird so bei 40-45%, denke ich, gewesen sein. Okay. So, dann machen wir hier erstmal den Motor aus und dann schauen wir mal. Da der Kollege, der muss noch ein bisschen düngen. Aber hier sind wir eigentlich soweit fertig, wenn ich richtig weiß. Zack, zack, zack. Wir gucken hier rein. Jo, nee, da unten, da müssen wir, glaube ich, nochmal einmal düngen. Okay. So. Ja, Motor starten. Hatte ich eigentlich. So, aber jetzt erstmal nochmal gucken. Kann das sein? Stimmt das? Stickstoff, ja, da fehlt noch auf jeden Fall ein bisschen Stickstoff. Okay. Jo, dann fahren wir noch ein bisschen weiter rechts, dann passt das. Und dann sind wir nämlich hier fertig, werden dann nochmal Stickstoff holen in unserem Silo, einkaufen. Und dann können wir nämlich nochmal rüberfahren zu unserem, ich weiß gar nicht, was haben wir denn da eigentlich angepflanzt? Raps oder sowas? Das Feld, da muss auf jeden Fall auch nochmal gedüngt werden. So, sehr gut. Einmal kurz zurücksetzen. So, und was wir jetzt natürlich hier mit dem Teil machen, da bin ich mir noch gar nicht so sicher, noch gar nicht so schlüssig. Aber ich glaube, da werden wir dann bei Gelegenheit mal Gras ansehen. Weil viel mehr bietet sich hier nicht. Und dann haben wir ja auf jeden Fall noch Wiesen, die wir mähen können. Da werden wir uns dann gleich mal den Fendt schnappen und das Mähwerk anhängen. Und dann, denke ich, können wir vielleicht Ballen machen. Gar nicht mal so verkehrt, weil die anderen Ballen sind, glaube ich, noch vom September. Und dann haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen versetzt Ballen. Und dann müssten wir eigentlich ja nochmal kurz vorbeifahren bei unseren Kühen und mal schauen, ob da soweit alles beim Rechten ist. Sehr schön.
Ja, unser Projekt Big Farm hier auf Neubartelshagen macht doch langsam Fortschritte. Und ich hoffe ja tatsächlich, dass wir dann jetzt mit den Ernten, die wir eingefahren haben, der Maisernte, die Sonnenblumen und was wir sonst noch so alles im Silo haben und vor allen Dingen auch mit der BGA jetzt genug einnehmen werden hier über das Jahr, dass wir dann eventuell, so hoffe ich doch, März, April nächsten Jahres dann hier den Kuhstall bauen können. So, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Da fahren wir lang. Dünger holen wir da drüben im Silo, dass wir hier endlich mal ein bisschen was gebaut bekommen, damit es hier nicht ganz so trostlos und leer ist. Und ich bin auch ein bisschen überlegen, ob wir uns eine Getreidemühle, so wie auch vorher auf unserem Projekt hier, eine Getreidemühle, ich glaube, so viel brauchen wir gar nicht, Dünger, anschaffen. Dann haben wir nämlich hier auch ein bisschen Action und können auch was mit unserem Getreide anfangen. Und das fand ich eigentlich immer ganz gut. Die Getreidemühle war nicht verkehrt, konnte man ja auch Raps dann einwerfen. Und die hat auch dann Rapsöl produziert. Fand ich eigentlich ganz, ganz schön. So. Dann schauen, ich sehe es rechts oben in der Map, sieht man es, also der Drescher müsste gerade am Ende des Feldes sein. Und wenn wir ihn hier starten zum Düngen, dann können wir dann mal schauen, wie weit der Drescher jetzt ist, wenn er eine Bahn gefahren ist. So, dann machen wir doch Folgendes. Einmal hier lang. Ja, okay. So, das passt soweit, glaube ich. Von der Wurfbreite. So. Und dann lassen wir jetzt dann gleich mal den Helfer laufen. Schauen mal nach dem Drescher. Und dann werden wir den Fendt soweit parat machen, dass wir auf jeden Fall mähen können. So, das sollte soweit passen von der Breite. Und der Helfer, komm. Naja, muss noch ein bisschen. Jetzt hat das Feld. Okay, sehr gut. Das passt. So, er hier und der Drescher ist bei 65. Ja, das sieht gut aus, das passt. Schauen wir nochmal kurz zurück. Jo, dann wird er etwas bei mehr als 50, denke ich, gewendet haben. Das ist gut, das passt. Gut, okay. So, da ist unser Fendt. Gewicht ist dran. Das können wir eigentlich jetzt irgendwo hier abstellen. Okay. Sehr gut. So, das Mähwerk müsste doch hier stehen, oder? Wenn ich richtig weiß. Ja, oh, das sieht aber auch schon ganz schön übelst aus. So. Ja, da müssen wir unbedingt dann ran und ein bisschen putzen. Maschinenpflege angesagt. So, wir dürfen ja zum Glück hier noch das Gelände und die Hallen hier benutzen, um unsere Gerätschaften unterzustellen. Das ist herzallerliebst. So 80%, okay. Er ist bei 80%. Dann schauen wir mal ganz kurz, wo sich der Drescher jetzt befindet. Beziehungsweise wir machen mal die Karte groß. Ah, okay. Das passt mir sehr gut. So, dann stellen wir den erstmal hier ab. 86. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, da ist er, unser X9, unser schöner Johnny.
So, das Ganze werden wir natürlich einlagern in unserem Silo. Da können wir dann auch gleich mal programmieren. Oder wie weit sind wir denn? 40%? Nee, da können wir auf jeden Fall nochmal abtanken. So gefällt mir das, so passt es ideal, finde ich. Gerade hier mit dem Abtanken und dann eben hier mit dem Entladen. Supi, supi. Okay, den Rest macht er selber. Und er hier. Okay, da schauen wir mal kurz in die Übersicht. Quatsch, hier ist unser Feld. Natürlich, klar. So, okay. Da unten macht er seinen Job. Jupp, das passt. Gut. Dann klappen wir hier mal ein bisschen aus. Vorne auch. Jetzt muss ich schauen. Wir wollen Ballen, Ballen, Ballen machen. Okay. Dann müssen wir, glaube ich... Nee, so war's. Genau. Gut, dann haben wir nämlich... Einmal hier rum. Dann haben wir nämlich die Schwartablage hier mit unserem Mähwerk und dann können wir auf jeden Fall die Ballen machen. Mit unserem Fastbay. Ja, ich bin am Überlegen, aber ich glaube, wir lassen das auf jeden Fall hier auf Wiese. Denn dann haben wir am wenigsten Arbeit. Aber ich sehe schon, wir müssen definitiv hier auch dann, wenn wir das eingesammelt haben, düngen. Das kann auf jeden Fall. Wir schauen mal, wie hier die Werte sind. So, und dann wieder ab hier. Der Helfer macht das schon. Aber wenn ich im Weg stehe, wir schauen mal kurz. Okay, pH-Wert ist soweit okay. Stickstoff ist... Okay, nee, dann, ja, okay. Stickstoff perfekt, ja. Da haben wir vermutlich ein bisschen überdüngt beim letzten Mal, kann das sein? Gut, okay. Also, er macht seinen Job, er macht auch seinen Job. Er ist zu 68% voll. Dann bringen wir ihn schon mal in Position zum Abtanken. Jo, dann werden wir den hierher mal dahinstellen. Sehr schön. Ja, na, es fällt auch schon ratzfatz hier abgeerntet. Ja, das geht natürlich mit diesem Johnny schon fix, aber das Maisfeld ist um einiges größer. Wie weit ist denn er hier? Okay, das passt. Und er kann auch da vorne gut wenden, so wie es aussieht. Wir schauen nochmal auf die Karte. Das passt. Ja, ja, da hat er genügend Platz zum Wenden. Sehr schön mit unserem Weg. Gut, das funktioniert. Wie weit ist er? 44. Ja, so viel braucht er gar nicht. Dann schauen wir mal. Umweltbewertung, Stickstoff 28,5. Da würde noch ein bisschen was gehen, aber wir sind jetzt bei einem Wert von 98. Aber wir, ja, Umweltbewertung steigert den Verkaufspreis um 15%. Also haben wir mit 98 eigentlich auch schon den idealen Wert. Okay. So, haben wir denn irgend noch einen übrig? Ne, das sind alle Fahrzeuge, alle Maschinen sind soweit unterwegs und mit ihm hier können wir jetzt leider nicht viel machen. Auf jeden Fall keine Ballen. Okay, jetzt schauen wir mal, wie weit die hier sind. 28%. Jo, und wie weit ist eigentlich unsere BGA? Arbeitet die? Ja, da ist Material drin. Sehr gut, die läuft. Dann schauen wir doch mal ganz kurz hier bei unseren Tieren. Mischration 59, das scheint jede Menge zu sein. Stroh, ja, es wird verbraucht, aber geht denn das hin? Gülle ist auf jeden Fall auch noch. Und ja klar, Milch produzieren die nicht. Sind ja noch junge Kälber. Geschlechtsreif, okay. Gesundheit, 3 Monate, okay. So, als Verträge oder Aufträge gibt es nur noch Ballenpressen. Da habe ich irgendwie jetzt keinen so großen Bock drauf. Das werden wir dann mit unseren Feldern bzw. mit unseren Wiesen machen. Und hier schauen wir mal. Silage 71, der ist am Arbeiten. Und hier haben wir Gras, Silage 178. Also da kann auf jeden Fall die BGA heute noch gut arbeiten und gut Geld machen. Wunderbar. So, er mäht. Und das Feld da drüben, das können wir dann auch mähen. Das passt sehr gut. Ich überlege gerade. Machen wir hier noch ein Vorgewende.
So, und er ist bei 58. Und er wendet hier. Okay. Dann machen wir hier auch noch schnell ein Vorgewende. Und dann schicken wir den da oben dann nochmal auf die Reise. Das ist eigentlich immer ganz gut. So. Na, komm. Jetzt hat er's. Sehr schön. Oh, ja klar, fährt jetzt natürlich hier in die Frucht. Aber okay. Macht nichts kaputt. So, ich will ihn aber hier lang fahren. Lassen als nächstes. Jetzt hat er's. Sehr gut. So, und er hier soll auf jeden Fall hier lang fahren. Wunderbar, das klappt sehr gut. Wieder mal überall Action hier auf der Map. Jo, das passt von der Streubreite. Sehr gut. Oder? Ja. Sehr gut, da kommt sich keiner in den Weg. Er fährt. Jo, und mit unserem Drescher hier werden wir noch einiges zu tun haben. Ich denke, das soll es für heute gewesen sein. Ihr seht, wir haben hier noch jede Menge Arbeit hier im Oktober. Das wird sich auf jeden Fall noch bezahlt machen hier für unsere Börse. 86.000 haben wir jetzt erst nur. Ich sage recht schönen Dank fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und es bleibt spannend hier bei uns. Und ich würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder dann zuschaltet hier bei unserem Superprojekt LS22 Big Farm mit großen Maschinen hier auf Neubartelshagen. Ich sage recht herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal und sage wie immer an der Stelle Tschüss, ciao, cheerio, bis bald.